When you're doing something you love, you don't feel tired, you know. You get more and more energy. And that's how it is with my life. I love my life. No, I love my life is not exactly what it is. I love life. Life is something that I love. Sean did a very good job. It's an incredible curating job because this is about 50 to 40 years of my life. And I'm a very, very sort of active artist. Each year I would have made so many things, you know. And so how are they going to put it together? And they did. Die Schwierigkeiten in dieser Ausstellung sind einerseits natürlich Yoko Ono davon zu überzeugen, überhaupt mit uns diese Ausstellung zu machen, zu ihrem 80. Geburtstag. Das freut uns, dass sie sich für Frankfurt und für die Schirren entschieden hat. Und dann ging es natürlich darum, wie kann man ein solches Werk, das sehr ephemer ist, das nur mit partizipativen Elementen arbeitet, das sehr konzeptionell ist, wie kann man das überhaupt ausstellen? Und dass wir dafür eine gute Lösung gefunden haben, das freut uns natürlich ganz besonders. Es ist eine stille Kunst, die aber manchmal auch sehr unterhaltsam daherkommen kann. Es gibt viel zu sehen, viel zu tun, viel zu benutzen, viel zu berühren, viel teilzuhaben. Man kann die Hand in die Dangerbox stecken, man kann sich von Yoko Ono signierte Luft aus dem Air Dispenser herausziehen für 50 Cent. Ja, ich glaube, es ist eine sehr auch vielfältige und durchaus unterhaltsame Ausstellung. '61 hatte Yoko Ono ihre erste Einzelausstellung in der Galerie des Fluxusgründers George Machonas. Diese Ausstellung war sehr ungewöhnlich, denn sie zeigte Instruction Paintings. Das Ungewöhnliche im Konzept von Yoko Ono ist, dass sie uns nicht etwas Fertiges vorgibt, sondern dass sie uns sozusagen die Freiheit gibt, es zu vervollständigen. Sie verlangt von uns Dinge, die wir ausführen können, aber auch utopische Dinge. Sie sagt zum Beispiel, höre den Klang der Erde, wie sie sich dreht, oder schau so lange in die Sonne, bis sie ein Quadrat wird. I don't get ideas from fiction or non-fiction, non-fiction maybe. But it's always to do with my own life. Yoko Ono ist eine Pionierin auf dem Gebiet der Performance. Also besonders ihr Cut-Piece, aber auch ihr Back-Piece sind wirklich Inkunabel in der Performance-Kunst und fehlen heute in keinem Überblickswerk mehr. In terms of my work, I think with many people understood it already. I'm not talking about the world. I'm talking about the small artistic community knew my work, you know. And I was I was not even satisfied with that. I thought I was too famous. Can you imagine? So I just wanted to forget about it, you know. But at the time, I met John. I didn't think it was going to be into something even bigger. I mean, I wanted to be smaller, and it was a bigger thing. It was amazing. Onos Werk ist nicht an Medien gebunden oder an Materialien.
Es ist Ideenkunst, man nennt das auch Konzeptkunst und sie wird heute als Pionierin der Konzeptkunst betrachtet. I was in a sort of relationship where we were not getting along. And in the morning when I woke up, the other side was empty, meaning, you know, the guy went out and didn't come back the morning. So it was empty. I thought, well, this is interesting that, you know, this I should create a thing called half a room. Because we're not a person who's all together, you know. There's a half of us is missing. Yoko Ono hat frühzeitig ihre Stimme wie ein Instrument eingesetzt. Sie hat eine große Spannbreite in der Stimme. John Lennon hat dazu gesagt, sie hat eine 16-Track-Voice. When I make music, people say, oh, she's just an artist. And when I do art, they say, well, she's a musician, you know. But it didn't really matter what the media was. When I get inspired, I get inspired with that media. For instance, I get inspired by sounds, music, then of course that's going to be music. Ha ha ha!